Heute einmal ein Test, wie du mit 100%iger Sicherheit einen Narzissten entlarven kannst. Du glaubst, das gibt es nicht? Doch, nach dem Intro zeige ich dir wie. Wenn du mit einem Narzissten eine Liebesbeziehung eingehst, kann es schwierig sein, die roten Flaggen zu erkennen, weil du siehst alles durch die rosarote Brille, bist vielleicht gefangen in deinem Wunschdenken, benebelt von dem, was dir der Narzisst vorspielt. Und du denkst dir, kann denn Liebe schöner sein? Ja, es ist manchmal schwer, in der ersten Phase dieser Liebesbeziehung den Wolf im Schafspelz zu erkennen. Narzissten sind Meister der Schauspielerei, auch ohne, dass sie auf eine Schauspielschule gegangen sind. Sie sind Meister des Tarnens und des Täuschens. Der grandiose Narzisst legt dir die Welt zu Füßen, zeigt sich von seiner charmantesten Seite, ist aufmerksam, liest dir jeden Wunsch von den Lippen ab. Der verdeckte Narzisst gibt sich schutzbedürftig, hilflos, klimpert mit den Augen, die Männer wissen, wovon ich rede, und kriegt sein Opfer auf diese Art und Weise an den Haken. Für die meisten Narzissten ist die sogenannte Lovebombing-Phase das wichtigste Instrument, welches in der Anfangszeit aus der Trickkiste der Manipulationsmöglichkeiten geholt wird. Der Narzisst überschüttet dich in dieser Zeit mit so viel Liebe und Aufmerksamkeit, dass du glaubst, aus einem Schwarz-Weiß-Film in einen Farbfilm getreten zu sein. In dieser Phase wirst du geradezu süchtig nach diesem Menschen, nach dem Glück, welches er dir bereitet. Aber kommen wir zu dem Test, mit dem wir sehr früh und einfach erkennen, dass wir es mit einem Narzissten zu tun haben. Dazu müssen wir natürlich bereit sein, einmal hinzuschauen. Bereit sein, einmal den Blick abzuwenden von dem Feuerwerk der Liebe, welches gerade in uns stattfindet. Aber manchmal kann das gelingen. Und wenn das Date vorbei ist und wir in unseren eigenen vier Wänden sind und uns fragen, kann das eigentlich wahr sein, was wir hier gerade erleben? Dann sind wir vielleicht in der Lage, einmal kurz die rosarote Brille abzulegen, schnaufen einmal durch und bringen etwas Ruhe in unseren hormongeschüttelten Körper, der vor Verliebtheit schon gar keinen klaren Gedanken mehr fassen kann und kaum noch in der Lage ist, auch nur irgendwie geradeaus zu gehen, weil er so trunken ist vor Glück. Jetzt ist Zeit für den Test. Den Test, mit dem wir abchecken, ob der Mensch, mit dem wir gerade eine Partnerschaft eingehen wollen, wirklich der Mensch ist, den wir in unserem Leben haben wollen. Glaubt mir, kein Narzisst ist in der Lage, diesen Test zu bestehen. Was hat es mit diesem Test auf sich? Es geht um Grenzen und Respekt. Grenzen, die dein Gegenüber zu akzeptieren hat. Respekt, den dein Gegenüber dir zollen muss. Werden deine Grenzen überschritten und dir nicht Respekt gezollt, dann stimmt etwas nicht. Lass dir von niemandem einreden, dass du dir Respekt verdienen musst. Jeder Mensch hat es verdient, respektvoll behandelt zu werden. Jeder Mensch ist es wert, dass man dessen ganz persönliche Grenzen nicht überschreitet und seine Werte akzeptiert. Ich zeige euch, wie dieser Test funktioniert und warum ein Narzisst nicht in der Lage ist, diesen Test zu bestehen. Mit diesem Test werdet ihr herausfinden, ob euer Gegenüber euch kontrollieren möchte, ob er euch respektiert und ob er berechenbar ist. Berechenbar hört sich vielleicht für den einen oder anderen spießig oder langweilig an, aber glaubt mir, die Menschen, die in einer toxischen Beziehung drin sind, wünschen sich nichts sehnlicher, als dass ihr Partner berechenbar, auch zuverlässig genannt ist. Es geht also um Grenzen, Zuverlässigkeit, Berechenbarkeit, Respekt und im Gegenteil davon Dominanz, Macht und Kontrolle. Werfen wir mal einen Blick auf das Thema Grenzen. Für diejenigen, die zum ersten Mal auf meinem Kanal sind, erst einmal herzlich willkommen. Schön, dass du hierher gefunden hast. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und Energie, dahin zu kommen, wohin du kommen möchtest. Wenn du noch nie von Grenzen, Werten und Respekt gehört hast und dir diese Dinge irgendwie komisch anmuten, dann sei dir gesagt, in einer toxischen Beziehung geht eigentlich alles um Grenzen. Grenzen, die überschritten werden, und es geht um Werte, deine eigenen Werte, die nicht respektiert werden.
So viel also nur ganz kurz zu Grenzen und Werten. Machen wir also einen Test in Sachen Grenzen. Einen ganz einfachen Test, um abzuchecken, wie sehr dein Gegenüber deine Grenzen in Sachen Zeit zum Beispiel respektiert. Ein Narzisst wird dich vereinnahmen wollen. Er will das Monopol haben. Er will derjenige sein, der Kontrolle und Macht hat. Und jetzt schauen wir uns einmal an, wie ein Narzisst sich verhält, wenn du ihm zum Beispiel sagst, du bitte, ruf mich nach 21 Uhr nicht mehr an, texte mich auch nicht an. Ich mag nach 21 Uhr keine WhatsApp-Unterhaltung mehr führen, weil ich befinde mich gerade in einer Fortbildung und brauche diese Zeit unbedingt für mich. Narzissten hassen es, wenn sie Regeln auferlegt bekommen. Für Narzissten sind Regeln etwas, die natürlich sein müssen, das ist ja klar. Aber doch bitte schön nicht für sie. Sie haben eigentlich permanent das Schild umhängen, ich darf das. Wenn du nun deinem toxischen Partner eine Regel auferlegst, dann wird er einen Weg suchen, diese Regel zu brechen, weil es kann und darf nicht sein, dass du diejenige welche bist, die ihm sagt, was er zu tun oder zu lassen hat. Rechne also mit Folgendem. Jetzt komm, wir zwei, wir gehören doch zusammen. Und was zusammen gehört, das soll doch eine simple Zeitangabe nicht trennen. Oder es kann sein, dass er es lächelnd abnickt, dann aber doch einen Vorwand findet, ja, dich nach 21 Uhr anzurufen, weil dieses oder jenes noch dringend gesagt werden muss. Sie fühlen sich berechtigt. Im Englischen heißt es entitled, über dich und deine Zeit zu verfügen. Sie werden dann an deine Empathie appellieren und dir sagen, dass sie dich so vermisst haben und einfach mal sagen wollten, I just called to say I love you. Daran kann doch nichts verkehrt sein, wenn einem das Herz überquillt vor Liebe, diese Liebe auch wenigstens einmal ganz kurz kundzutun. Sie werden dir das Gefühl geben, dass es eine Strafe für sie ist, dass du ihnen diese Grenze auferlegt hast. Mich erinnert das an ein Video auf Instagram, wo ein Hund mit großen Augen auf dem Sofa liegend seinem Frauchen hinterherguckt und aus dem Off kommt die Stimme, Frauchen hat mich überhaupt nicht mehr lieb, ich soll mich zum Teufel scheren. Naja, das Frauchen hört nun diesen Satz und erwidert, nein, das stimmt nicht. Ich habe nur gesagt, dass du heute kein Leckerli mehr bekommst. So sieht Manipulation aus. Dir wird Schuld eingeimpft und du übersiehst die Tatsache, dass deine Wünsche, deine Grenzen nicht akzeptiert werden. Dein Fokus verändert sich durch diese Manipulation. Du denkst nicht mehr an dich, sondern hast den Fokus auf deinen Partner gerichtet. Das Beste wäre es also, nach einem solchen Übergriff zu sagen, du, das finde ich nicht okay, was du gerade gemacht hast. Und bitte, ich erwarte von dir, dass du dich in Zukunft daran hältst, worum ich dich gebeten habe. In diesem Fall nach 21 Uhr nicht mehr anzurufen oder zu texten. Wenn du das machst, musst du die Konsequenzen in Kauf nehmen, weil wie reagiert ein Narzisst, wenn du klar deine Grenzen aufzeigst? Er wird dein vollkommen richtiges Verhalten als Angriff gegen sich, als Angriff gegen eure Beziehung auffassen. Jetzt kann er beleidigt reagieren, gleichzusetzen mit Manipulation. Er kann dir aber auch aufzeigen, was denn bitteschön so ein Aufriss, den du hier veranstaltest, eigentlich soll. Ebenfalls gleichzusetzen mit Manipulation. Vielleicht wird er aber auch den Rückzug antreten, nach dem Motto, wenn ich dich nach 21 Uhr nicht kontaktieren darf, dann will ich gar keinen Kontakt. Das hasst er jetzt davon. Naja, das berühmte Silent Treatment. Ebenfalls Manipulation. Wie würde ein emotional gesunder Mensch reagieren? Richtig. Er würde erst gar nicht auf die Idee kommen, wie in diesem Beispiel nach 21 Uhr anzurufen. Und sollte er es trotzdem einmal gemacht haben, die anschließende sanfte Zurechtweisung akzeptieren und sich entschuldigen. Etwas, was ein Narzisst übrigens niemals machen wird. Ein lässig rausgehauenes Sorry, dass ich dich liebe und dass ich dir das mitteilen wollte, ist natürlich keine Entschuldigung, sondern auch Manipulation.
Ach ja, bevor ich es vergesse, tatsächlich muss ein Narzisst nach seiner Grenzüberschreitung mit deiner anschließenden Zurechtweisung nicht unbedingt beleidigt oder aggressiv reagieren. Ein Narzisst kann dich auch hier lieb anlächeln und sagen, kommt nicht wieder vor. Wenn du jedoch dann feststellst, dass es immer wieder und immer wieder vorkommt, dann ist spätestens beim 4. oder 5. Mal klar, dass die Absichtserklärung, ich liebe und respektiere dich, überhaupt nicht mit seinem Handeln übereinstimmt. An einem solchen Handeln siehst du, dass sie alles andere als daran interessiert sind, deine Wünsche und Grenzen zu respektieren. Aber zurück zum manipulativen Verhalten, beleidigt sein, aggressiv werden oder Silent Treatment. Was sie mit einem solchen Verhalten wollen, ist, dass du deine Grenzen überschreiten lässt und dich zum Schluss vielleicht sogar bei ihnen entschuldigst dafür, dass du ihn so verletzt hast. Narzissten hassen Grenzen, insbesondere die, die deine Verfügbarkeit, deine Zeit betreffen. Sie sind diejenigen, die dich unter Kontrolle haben wollen. Sie möchten, dass du emotional und in real immer verfügbar bist. Naja, ich sage ja immer, du bist in einer toxischen Beziehung und in einer toxischen Beziehung bist du der Bedürfniserfüller des Narzissten. Sie sind wie kleine Kinder, die ständig Aufmerksamkeit brauchen. Das geht sogar so weit, im Zuschauerbereich nachzulesen, dass sie dir auf Klo hinterherlaufen und abends eventuell nicht alleine einschlafen können. Wenn du also diesen, ich sag mal, Zeittest machst und abcheckst, ob sich dein Partner daran hält, dass du abends ab 21 Uhr nicht mehr angerufen oder angetextet werden willst, dann wirst du unweigerlich herausfinden, ob du es mit einem Narzissten zu tun hast oder nicht. Wie gesagt, auch ein emotional gesunder Mensch kann aus Unachtsamkeit einmal, zweimal, höchstens abends nach 21 Uhr anrufen. Es kommt auf die Reaktion an. Ein emotional gesunder Mensch wird anschließend nicht manipulieren wollen und sich entschuldigen. Ein Narzisst manipuliert hier auf die eben geschilderte Art und Weise. Wenn ein Mensch diesen Test nicht besteht, ist klar, dass du es mit einem Menschen zu tun hast, der dich kontrollieren will, deine Grenzen nicht akzeptiert. Sei dann bereit, die Konsequenzen zu ziehen und die Bremse reinzuhauen. So, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch jetzt mit diesem Video ein wenig weiterhelfen können. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.